Das ist ja ein tolles Wetter, was ihr mitgebracht habt hier. Ja, das ist hier Machen wir die Tour mal zu. Zwei besser, genau. Das war eine lange Suche nach Räumlichkeiten und deine Freundin wohnt hier und ich hatte immer schon gedacht, was ist wohl in diesem Gebäude? Und dann sagte ich, Stefan sucht irgendwie Räumlichkeiten, wo ein bisschen was ausstellen kann, wo man so ein paar Computer und sieht man, da. Und dann hatten wir den angerufen, den Besitzer, und wir kamen hier rein. Jo. Das ist es, genau. Eins meiner Lieblingsspiele, Dragon's Lair. Ich habe mir immer gesagt, wenn ich mal die Möglichkeit habe, lass ich mir das mal als Bild malen. Ach. Und die Tochter eines Freundes von mir, die ist Malerin und hat hier das da drauf gemalt. Und ich liebe einfach das Dragon's Lair-Bild. Hier sehen wir so ein bisschen, worum es geht im Museum. Wir fangen gleich an mit all dem, was mit elektronischen Rechnern zu tun hat. So ab den 60er Jahren ungefähr ging das ja los. Dann gucken wir uns im zweiten Bereich die Homecomputer an. Und VisiCalc war wirklich das erste kommerzielle Programm und hat dazu geführt, dass eben Homecomputer auch im kommerziellen Bereich sich durchgesetzt haben. Oben sehen wir natürlich als Vertreter der Videospiele das Spiel Pong. Das war nicht das allererste, aber der erste kommerzielle Erfolg. Mit einem meiner Lieblingswerbebilder, wie Oma und Hund und alle vor dem Fernseher sitzen und ganz gespannt da drauf starren. Und zum Schluss gucken wir uns dann das Thema Arcade-Automaten an. Werden wir alles gleich noch im Detail unten in der Arcade sehen. Dann würde ich sagen, wir gucken uns mal Taschenrechner, Elektronenrechner, alles was so in den 60er, 70er Jahren dazu geführt hat, dass eben man nicht mehr mit dem Rechenschieber rechnen musste, sondern mit elektronischen Rechnern rechnen konnte. Gucken wir uns jetzt mal an. Alles klar. Taschenrechner würde ich vielleicht eher kurz machen. Na gut. Obwohl, naja. So, diesen Moment, den lieben wir immer. Genau. Ja, also irgendwie dachte ich, Taschenrechner sind irgendwie so langweilig, aber wenn ich so gucke, wie das hier aussieht, sieht es dann doch nicht ganz so langweilig aus. So. Ich finde es aber interessant, diese Zeit. Ich bin ja groß geworden damit. Das waren so die ersten Sachen, die ich dann bei Quelle damals gesehen habe. Man ging dahin, Taschenrechner, den ersten, was ich kaufen konnte, mit, ich weiß gar nicht, ich war 10 Jahre um den Dreh rum. Und damit ist die ganze Leidenschaft für elektronische Sachen und IT eigentlich angefangen. Das war aber auch so ein bisschen so der Durchbruch für die Sammlerleidenschaft, als damals eBay Amerika aufkam. Ich weiß gar nicht, welches Jahr das war. Und man ging bei eBay rein und sah, dass man so einen TI-58, also hier so einen, den ich mir damals nie erlauben konnte, weil der kostete, ich weiß gar nicht mehr, 300 Mark oder sowas, auf einmal für 5 Mark damals oder 5 Euro, ich weiß gar nicht, bei eBay ersteigern konnte. Das war so ein Durchbruch, wo man wirklich mal sich die Dinge, die man in der Jugend alle haben wollte, jetzt erlauben konnte. Ganz viele verschiedene Designs gibt es hier. Wenn man zum Beispiel hier mal guckt, so ein schönes Gerät, so der Lady hier. Ach, Lady. Der Lady, schön klein und eben dazu auch ganz wichtig, eben die passende Lederrille. Das ist der Sir in Schwarz, gibt es noch für den Herrn. Den Sir. Pink war damals noch nicht so. Richtig, genau. Oder auch solche Sachen, die auch wirklich noch teuer sind heute. So ein Faber Castell, der also zur Sicherheit auch noch auf der Rückseite noch einen Rechenschieber hatte. Ach was. Wenn man für Sachen, die der Taschenrechner nicht kannte oder wenn man dem nicht traute. Das war der erste elektronische Rechner, der auch bis vor wenigen Wochen noch ging. Irgendwann geht er wieder nicht mehr. Mit Nixie-Röhren. Genau, der hat Nixie-Röhren, genau. Die Anzeige hier. Na, und daran kann man eben sehr schön sehen, wie in ganz kurzer Zeit die Geräte immer kleiner wurden, immer preiswerter wurden. Na, hier eben der berühmte HP35, der allererste, der so Sinus, Cosinus, also die trigonometrischen Sachen beherrschte. Und daneben sieht man so ein TI30, damit bin ich auch noch groß geworden. Und da hinten eine Ladestation, das heißt, die wurden nachts eben aufgeladen. Und dann kriegte jedes Kind morgens eben so einen Taschenrechner und konnte mit arbeiten. Und abends wurden die wieder aufgeladen. Das war dann für die Schulen? Für die Schulen, genau. Die Olivetti tatsächlich, ein europäischer Rechner, der allererste, der programmierbar war. Der auch der erste war, der so Magnetkarten hatte, die man da reinschieben konnte. Leider eins der Geräte, wo uns wirklich die Zähne dann ausgerissen haben. Also wir haben die nicht zum Laufen gekriegt. Und weil da sind auch Riemen drin, die natürlich dann total zerbröselt sind nach 60 Jahren. Aber wir haben es noch nicht aufgegeben. Das ist also so ein. Es waren die ersten, die Idee hatten, dass man auf solchen Magnetkarten das programmieren konnte. Es wurde also da eingetippt, da drauf gespeichert. Wenn man später, ich weiß gar nicht, wo reingetan wurde, hier reintat, dann zog er sich das auf und führte die Schritte genauso auf, wie sie hier auf dem Magnet
Streifen abgelegt waren. Da ist später eben sehr erfolgreich auch von der AP übernommen worden oder besser gesagt geklaut worden. Also auch ein historisches Gerät hier. Und daneben die Wang, die Ähnliches konnte, aber ich glaube, der teuerste Rechner seiner Zeit war, also ich weiß gar nicht, 20.000 Dollar oder irgend sowas. Ich kann es nicht genau sagen, aber waren extrem teuer. Also ich hatte vorher schon vor, die Sachen selber zu reparieren. Und dann habe ich mal gesehen, ich hatte so einen Arcade-Automaten gekauft und da ging der Monitor nach einer Zeit immer, nach ein paar Minuten. So, und dann kam eben dieser Experte, für den der kennt Winnie, Winnie ist ein Begriff in Deutschland, hat sich das angeguckt, nimmt diese Monitor, die Röhre raus, guckt sich die an. Ich sehe nur einen Haufen von Kondensatoren, Widerständen, Transistoren, unfassbar. Und er sagt, der Bildschirm geht nach einer Zeit aus. Ich hatte vor 5 Jahren mal so einen Fall, da war das dieser Kondensator. Lötet den Kondensator aus, steckt einen anderen rein. Das Ding läuft heute immer noch einwandfrei. Also gerade die Retro-Szene kennen, die werden das wissen. Also unten zum Beispiel der allererste Taschenrechner, den man so bezeichnen kann, weil er der Sharp EL8, weil er eben, mit Mühe und Not in der Tasche passte, weil er aber auch einen Akku eingebaut hatte, dass man ihn also wirklich auch ohne Netzteil betreiben konnte. Auch legendär ist hier oben die HP01, Sammler werden die kennen, sogar die Gold-Version. Und die enthält auch einen richtigen Taschenrechner, also einen technisch-wissenschaftlich mit Sinus, Cosinus, mit Weltuhr und allem drum und dran. Also auch ein sehr beliebtes Sammlerstück. Das hier vielleicht zum Abschluss noch, das ist so HP-Sammlung. HP-Taschen sind immer noch total begehrt. Also immer noch? Ja, sind auch total schwer zu kriegen. Ich habe neulich durch großen Zufall den hier oben kriegt den HP70. Das ist ein ganz, ganz seltener und der wurde bei eBay reingestellt. Und da derjenige nicht wusste, was er kostet, hat er ihn zum Sofortkauf angeboten. Und ich habe, glaube ich, eine Sekunde gebraucht, um da drauf zu drücken. Und er funktioniert sogar noch und da habe ich mich lange nach gesucht. Er fehlte noch in der Sammlung. HP70, das ist so durchnummeriert hier. Genau, ja. 45, 70. Also vielleicht die größte Taschenrechnerausstellung der Welt? Ich glaube schon. Also das HMF war noch nicht mal da, das ist auch schon 2-3 Jahre her, die haben es mal angeguckt. Die haben ja auch sehr viele da stehen da, aber es ist glaube ich schon mehr hier. Und dann gucken wir uns mal Homecomputer und alles, was dazugehört, gucken wir uns an. Alles klar. Dem Ursprung der... Ach, der Alte! Das ist eigentlich der Ursprung der Homecomputer-Industrie. Das heißt, der ist kurz nachdem der erste Mikroprozessor entstanden war, hat sich jemand mal Gedanken gemacht und hat überlegt, wie könnte man denn einfach was bauen, was jeder so ausprobieren und einsetzen kann. Hat diesen Altair 8800 gebaut. Das ist zumindest eine Kopie von dem Popular Electronics, wo er zum ersten Mal angeboten wurde. Und vorher kosteten alle Rechner 10.000 Dollar und ähnliches. Und das war eben ein Gerät, was für ganz, ganz kleines Geld, ich weiß gar nicht, was er gekostet hat, 300 Dollar oder 400 Dollar, wie auch immer, sich als Selbstbau, sich jeder zusammenbauen konnte. Historisch das nächste Gerät, vielleicht das ganz wichtige, der Kim 1. Das war der erste, wo ich mitprogrammiert habe. Kim 1, den kenne ich noch nicht. Da gab es schon den PET, den wir gleich noch sehen. Da hatte ich aber nicht das Geld für und habe mir deswegen von meinem Taschengeld diesen Kim 1 gekauft. Und da programmierte man wirklich auf der untersten Ebene. Also noch nicht mal mit Assembler, sondern wirklich in hartem Maschinencode. Aber das hat einem eben auch viel Gefühl dafür gegeben, wie arbeitet so ein Mikroprozessor, was ist an Peripherie da dran. Also das war wirklich original mein Gerät, wo ich mit groß geworden bin. Vielleicht der noch interessant hier. Ein Nachbau leider nur vom Apple I. Ein Freund von mir hatte einen und ich glaube vor 5 Jahren hat er es zur Versteigerung angeboten. In Köln war ich dabei bei der Versteigerung. Was schätzt du, was er gebracht hat? 500.000 Euro hat er gebracht. Genau. Wir waren abends noch auf einer Party, da lag der einfach so, also wusste man noch nicht, was er bringen würde, aber da lag der so auf so einer Fensterbank einfach rum. Eine halbe Million. Aber ich kriegte nicht raus da. Diese drei kamen ja, weiß gar nicht, 77, glaube ich, ziemlich zeitgleich raus. Der Apple II, der PET 2001 und der TS80. Diese Geräte haben ja deswegen so einen großen Durchbruch gehabt, weil da auch derjenige, der keine Ahnung hatte vom Löten, jetzt endlich mal was machen konnte. Ja. Also ich hatte auch mal zwei linke Hände. Beim Löten habe ich mir schon mal die ganze Lippe verbrannt. Deswegen war ich froh, dass man so ein Ding kriegte. Da war eine Tastatur drin, das war fertig. Man konnte einen Monitor anschließen, dann konnte man anfangen zu programmieren. Und daneben haben wir den Commodore PET mit PET 2001. Mickey-Maus-Tastatur. Genau, die ja, glaube ich, eine alte Taschenrechner-Tastatur ist. Commodore war ja Taschenrechnerhersteller. Und die haben, glaube ich, dann ihre Tastaturen haben sie dann da wieder verwenden können. Oh, jetzt haben wir hier noch den TAS 80. Genau, oder Trash 80, wie er oft genannt wurde. Radio Shack, auch eine Firma, die, glaube ich, gerade erst pleite gegangen ist. War mit dem Z80-Prozessor, im Gegensatz zu den Kollegen hier, die den ganz genau.
6502 hatten. Dann natürlich der IBM PC. Genau, der Rechner, der alles kaputt gemacht hat, der technologisch ein Chaos war. Aber ich selber war auch in Firmen, die sagten, ist uns egal, Hauptsache ist IBM, die gehen nie pleite. Und deswegen hat der sich durchgesetzt. Aber was man ja weiß, dass IBM eigentlich damals alles verschenkt hat. Sie hätten alles beherrschen können. Was haben sie gemacht? Sie haben das alles eingekauft bei Bill Gates und bei Intel und so weiter. Deswegen haben sie gar keine Rechte an dem gehabt. Und als dann die ganzen Nachbauten kamen, ist Bill Gates reich geworden und nicht IBM daran. Ja, genau. Ja, jetzt kommt die Lisa, die habe ich auch noch nie laufen gesehen, weil die hatte jetzt, glaube ich, zum ersten Mal diese grafische Benutzeroberfläche. Genau, das war der erste, der wirklich kommerziell verfügbar war. Ich habe drüben auch noch den Xerox-Rechner, der eigentlich der Vorläufer davon war. Ja, aber trotzdem war die Lisa, glaube ich, kein großer Ein Erfolg. Ein totaler Flop, viel zu teuer. Wie alles, was Jobs gebaut hat, zu der Zeit zumindest, alles ein Flop war. Mhm. Und davon sind ja auch dann irgendwie Tausende, glaube ich, irgendwo auch auf so einer Müllhalde verschüttet worden, irgendwie, weil sie nicht verkäuflich waren. Naja, und die Geschichte kennt man ja. Jobs wollten sie raus haben, haben ihn in ein anderes Team reingesteckt, in das Macintosh-Team, was er dann gekapert hat. Das erste, was hochkommt, ist so ein Maus-Bedienprogramm. Bewegen Sie den Zeiger zur Tasse. Ah ja. Ne, und dann jetzt eine Tasse, dann fängt die auch an zu dampfen, wenn oben sehen gut. Nun bewegen sie den Zeiger zum Fischglas. Das ist der Xerox-Rechner. Das ist leider nicht der Alto. Das ist, glaube ich, der ein oder zwei Generationen danach kam, aber immer noch mit dem Originalbetriebssystem, was da drauf ist. Was bei Xerox ja erfunden wurden, waren drei Sachen. Wir haben die grafischen Oberflächen gesehen. Die haben das Internet oder praktisch das Protokoll für die Kommunikation erfunden. Mhm. Und sie haben das hier erfunden, die Sprache Smalltalk. Ja. Eine geniale Sprache, seiner Zeit total voraus, wo Leute sich Gedanken gemacht haben, eine wirklich klassische Programmiersprache mit Objekten, Vererbung, alles, was man brauchte. Und das sind wirklich die Bücher, mit denen ich groß geworden bin und wo ich ein Fan von Objektorientierung geworden bin. Also was man hier noch sieht, ne, das ist eben der Next. Das ist also der Rechner, auf dem, kann man sagen, das Internet erfunden wurde. Beim CERN kennt man ja in der Schweiz. Ist dort der erste Webserver draufgebaut, genau, und der erste Webbrowser implementiert worden. Also dahingehend schon Pionier, das Gerät. Und rechts haben wir hier ein paar DDR-Rechner. Genau, die Robotron-Rechner. Und an denen haben wir uns auch die Zähne ausgebissen. Irgendwann kriegen wir den auch nochmal zum Laufen. Die sind auch richtig schwer, die Geräte. Ja, und unten ist der Homecomputer der DDR. Genau, ja. Der Robotron KC87 mit Kunststofftastatur. Also hier, das sind die Dinge, die ich auch geliebt habe. Ihr habt den Kim 1 eben schon gesehen. Deswegen liebe ich auch diese ganze Zeit dieser Ein-Platinen-Rechner. Hier ist ein AIM65, wo ich damals total hinterher war, den zu kriegen. Einer der 6502-Rechner, die viel genutzt wurde. Mhm. Hier ist ein 8080-Gerät. Da muss man wirklich noch die einzelnen Bits einstellen. Mhm. Und dann sieht man also hier den Assembler-Befehl. Und da sieht man dann eben den Operation-Code, den durfte man dann eben in den... Und das sind die Maschinenbefehle mit der entsprechenden 8-Bit-Codierung. Dieses ganze Gerät, was hier zu sehen ist, eigentlich nichts anderes als ein Mikroprozessor, der dann praktisch genau in so einen Chip eingeflossen ist. Ein Ausgabewerk, Steuerwerk, da sieht man da wirklich die einzelnen Komponenten. Ja, das habe ich einem abgekauft. Ich glaube, in Aachen sollte das Museum nicht weitergeführt werden. Die haben, glaube ich, alles an der Straße zum Verschrotten gestellt. Mhm. Und einer hat sich das dann geholt da und ich habe es ihm dann abgekauft. Also das ist ein kleiner Computer auf TTL-Basis. Ist im Prinzip ein kleiner Mikroprozessor. Viel mehr kann das Ding eigentlich nicht. Die Commodore ist hier der C16. Ja, das ist das Brotkastendesign. Eine Originalverpackung, das ist ja mal was. Also ist, glaube ich, auch der komplette Rechner drin. Und Deluxe Paint mit dem berühmten Tutanchamun, oder was ist das? Genau, ja. Der erste Amiga, der rauskam, da haben sich ja alle Entwickler haben sich da drin verewigt. Verewigt? Genau, also die haben nicht persönlich reingeschrieben, sondern es war als Relief da drin und auch die Foto von dem Hund von dem Entwickler war da mit drin. Also im Gehäuse drin? Im Gehäuse ist das drin, genau. Ah ja, okay. Ja, ich bin eher so in dieser kommerziellen Welt groß geworden. Also das war, glaube ich, der erste, wo wir dann wirklich Software für geschrieben haben, so eine Faktoriersoftware. CBM war der Nachfolger vom PET? Oder? Also im Prinzip, die durften das PET ja nicht nennen, weil PET schon belegt war, der Name. Ach so. Deswegen mussten die umbenennen. Deswegen heißt nur das allererste Gerät heißt PET und die heißen eben CBM für Commodore Business Machines. Ah ja, und da gab es eine Reihe davon. Genau, bis zum 8296 irgendwie. Und ich glaube, ein MMF gibt es noch, ein Micro Mainframe. Ne, da unten natürlich auch legendär der Osborne.
der erste tragbare Rechner der Welt. Mhm. Tragbar hieß vor allen Dingen deswegen, er durfte nur so groß sein, dass man ihn in einem Flugzeug unter den Sitz bekam. Und das schafft man anscheinend tatsächlich mit dem Gerät. Mhm. Und was eben genial war bei diesem Gerät, war, dass man praktisch, wenn man ihn kaufte, Software dazu bekam, die eigentlich mehr wert war als das ganze Paket, also der ganze Rechner kostete. Ja. Da oben sieht man eben wieder ein so ein großer Flop, den Apple III. Ach, den Apple III hast du auch. Ja, das ist Apple III. Cool. Funktioniert auch. Auch mit dem Originalmonitor. Aha. War eine totale Katastrophe, das Gerät. Man sagt auch, dass, weil er sich schnell überhitzte, gab es eine offizielle Anleitung, wenn er sich überhitzte, was man machen sollte, ihn nämlich aus 10 cm Höhe fallen lassen, damit die Chips sich anscheinend wieder ausrichteten. Also typische Steve Jobs-Idee, die schöne Erweiterbarkeit vom Apple II hatten sie komplett wieder außen vor gelassen, hatten nur ganz wenig Steckplätze drin und totaler Flop, das Gerät. Das da oben, das war so das Erste, was eben Jobs gemacht hat, als er wieder zurückkam zu Apple. Dann war er so ein bisschen geläutert, aber er hat zumindest so mit dem iMac, was dann kam oder was man hier im Hintergrund sieht, was Steve Jobs dann wirklich nicht selber erfunden hat, aber angetriggert hat, das ist also eins das aus der ersten iPhone-Serie ne, oder eben iPod, braucht man nicht viel zu erzählen. Das waren die Dinge, die wirklich revolutionär waren. Ja, und hier oben haben wir noch den Newton. Genau, der Newton. Das war ja das Erste, was Steve Jobs alles in eine Tonne getreten hat, als er zurückkam, weil das war eben nicht unter seiner Regie entstanden. Und eigentlich ein tolles Gerät, ein bisschen seiner Zeit voraus mit Schrifterkennung und Ähnlichem. Aber das konnte natürlich bei Steve Jobs nicht bestehen, weil es so seine Idee gewesen war. Ja, ja. Jetzt gehen wir zu den Spielkonsolen. Ah, Spielekonsolen. Ja. Und was ist das, Frogger? Genau. Der erste Frogger. Der Frogger-Automat, also die gab es natürlich vorher das Spiel schon, aber Intellivision gehörte eben auch zu den sehr frühen Spielkonsolen, die programmierbar waren oder eben auch Kassetten drin hatten und war, glaube ich, also zu seiner Zeit auch wirklich sehr, sehr gut, also auch besser als der Atari 2600, aber die anderen hatten bessere Spiele, muss man ganz ehrlich sagen. Wo auch die Kinder gerne mal spielen, na, hier der erste Nintendo natürlich, mit dem legendären Mario Brothers, genau. Dann eben als Konkurrent zu Mario eben Hedgehog. Also die haben diese Idee, dass man so ein Symbol braucht für seine Firma, haben die im Prinzip dann eben mit dem Sonic sehr gut umgesetzt. Aber Mario ist natürlich nicht zu toppen, ist ja heute auch immer noch total aktuell. Hier natürlich dann Nintendo, eben Nintendo Wii, ne, die also zum ersten Mal ermöglicht, dass Leute wirklich in der Familie was zusammen spielten. Mit den Controllern und so. Ja, total haptisch. Also wirklich eine schöne Idee. Hier sieht man im Prinzip so die Geschichte der Spielkonsolen. Rechte ist die nicht programmierbare Welt, diese Pong-Spielkonsolen, die genau wie Taschenrechner wie die Pilze aus dem Boden schossen und dann wieder verschwanden. Du hast sogar eine Odyssey. Das ist die allererste. Die Odyssey. Ach, das sind jetzt die... Genau, da sind aber steht nur eine Zahl drauf. Und das Gerät war eigentlich kein Erfolg, aber die Umsetzung, die ein Atari daraus gemacht hat, diese Pong, wo so ein paar Sachen dazu waren, zum Beispiel, dass der Ball, je nachdem, wo man den Schläger traf, in einem anderen Winkel abprallte, das waren einfach tolle Ideen. Und hier sieht man eben die Welt der Programmierbaren, das heißt, wo eine Kassette reinkommt, der Atari 2600, der zwar nichts Besonderes war, wo aber Atari den großen Vorteil hatte, dass sie die Rechte hatten an viele von diesen Spielen, wie Space Invaders zum Beispiel. Das war eben ein Riesenerfolg, glaube ich, auch die meistverkaufte Spielkonsole aller Zeiten, soviel ich weiß. Der große Misserfolg von Nintendo, der Virtual Boy. Virtual Boy? Genau, das war so das erste 3D-Spiel. Aha. Die Vectrex, ganz berühmt, da ist ja ein Vektormonitor drin und auch ein sehr schönes Gerät. Dann machen wir jetzt noch einen Abstecher in die Arcade. Treten Sie ein. Oh ja, Wahnsinn. Oh, jetzt geht's los. Ui. Wenn du willst, kannst du ja einmal rumgehen und dann sage ich noch was zu den zwei, drei Geräten, die man unbedingt kennen muss. Ja. So ein paar sind mir schon aufgefallen. Space Invaders. Eines der erfolgreichsten Spiele aller Zeiten, wo das Gerücht rumgeht, dass in Japan die Yen-Stücke ausgegangen waren, weil die alle in diesen Automaten drin waren. Das stimmt wohl nicht, aber natürlich war Space Invaders ein Meilenstein in der Spielentwicklung. Dann mal eine Runde spielen. Von mir aus. Okay, jetzt zwei Spieler-Modus. Also du kannst hier nach links und rechts und dann musst du schießen. Ich schieße.
Okay, ich kann. Ups. Ja. So, jetzt. Ich habe mich fast erwischt. Nicht unseren Schutzschild kaputt. Oh, ja. Okay. Das hier Nürburgring 1 ist das erste 3D-Spiel. Ich bin froh, dass ich dann daneben den Atari bekommen habe, weil ich liebe ja diese Geschichten da. Dass zum Beispiel diese Firma, die das hergestellt hat, mit Atari eine Kooperation eingehen wollte. Mhm. Und als sie dann ganz viele verkaufen wollten von diesen Geräten, auf einmal einer sagte, ja, aber Atari hat dann viel besseren gebaut. Das heißt, sie haben einfach abgekupfert. Wir haben auch jetzt so eine Anfrage laufen im Hall of Fame für Arcade-Automaten. Gehört dieser eigentlich auch rein, weil er der erste war, der eine 3D-Simulation hatte. Und das ist eben die entsprechende Umsetzung von Atari. Mhm. Haben wir auch noch viel, viel Schweiß und Tränen zum Laufen gekriegt. Ich hatte mal ganz schnell einen Raum rein, der gerade bei uns im Wiederaufbau ist. Oh, noch ein Raum. Ui. Das ist praktisch der Raum, wo es um die ganz alten Rechner geht. Ach, jetzt gibt es ja noch die großen hier. Genau, da sind wir gerade dabei, die alle wieder zum Laufen zu bringen. Was hier so rumsteht, ist etwas, was wir gerade abgeholt haben aus Hamburg, glaube ich. Ne? Mhm. Ein Dietz, also einer der allerersten deutschen Rechner. Der steht hier verteilt, da haben wir noch viel zu tun. Ja, die Arbeit geht nie aus. Ne? Genau. Also jetzt haben wir eigentlich alles gesehen. Ne? Ja. Taschenrechner, Homecomputer, Spielekonsolen, Arcade-Automaten und hier nochmal die Großrechnerwelt. Und damit haben wir so von den 60er bis zu 90er Jahren eigentlich alles, was man wissen muss. Und wir lieben diese alten Geräte und es gibt nichts Tolleres, als wenn man so ein Gerät, was 40, 50 Jahre nicht gelaufen ist, dann auch mal zum Laufen kriegt, dann zum ersten Mal so ein Spiel wieder spielt, was 50 Jahre lang kaputt war. Das ist wirklich eine tolle Geschichte. Ein Leuchten wie Weihnachten. Ja.